Zum Abschluss des Streams gibt es noch ein bisschen Leather. Und zwar der Demon Handlock. Auf den habe ich gerade Bock. Eine Weile nicht mehr gespielt, zwischendurch eine ganze Menge andere Decks gespielt. Von daher gibt es jetzt den Demon Handlock. Ein neues Deck werde ich jetzt nicht bauen. Das würde zu lange dauern. Aber ich dachte, Demon Handlock. Ich von den Decks jetzt am längsten nicht gespielt. Ein paar neue Decks habe ich mir ja gerade erst gebaut. Der Druide war neu und dann hat mit dem Schamanen neu gebaut. Der letzte Zeit gerade wieder ein paar neue Decks. Und jetzt gibt es wieder mal den Demon Handlock. Gucken wir mich damit. Ups. Was war das gerade? Ist ganz kurz schauen, ob der Decktracker noch richtig angezeigt wird. Ja, das war gerade komisch. Gegen einen Warrior. Da sind es die letzten Grim Patron-Ausläufer. Hellfire auf jeden Fall. Ja, Molten, so viel Schaden macht er früh nicht. Noch ein Hellfire. Gehen wir auf Nummer sicher gegen den Warrior. Ja, das ist eine Sache, die ich noch ein bisschen Probleme habe gegen. Ist mir manchmal nicht, bin ich ganz sicher, gegen welche Decks ich welchen Mulligan auf jeden Fall behalte. Mal so, verschiedene Varianten. Ich hätte den noch zurückgeben sollen vielleicht und auf Voidcaller setzen noch zum Beispiel. Aber ein Twilight Drake ist gut. Ich hätte auch einen Twilight Drake. Ich hätte nur das Hellfire behalten sollen. Ein Sludge ist auch nicht schlecht. Okay, das kann sich einigermaßen sehen lassen. Da ist aber auch ein Control Warrior. Dann wollen wir mal nicht zu lange unbehelligt lassen. Next. Dragon Warrior. Malganis ist natürlich idealerweise das, was er rausholt, der Voidcaller. Aber auch ein Dodger Axe, das wäre okay. Obwohl ein Krieger halt oft schon Möglichkeiten hat. Einmal mit klassenspezifischen Karten, entweder ein Brawl oder Execute oder solchen Sachen wie Big Game Hunter. Aber Big Game Hunter gegen Dodger Axe rum wieder nicht so toll ist. Tja, also die Hellfire ist nicht ganz so wichtig, kein Grim Patron Warrior. Das. Na dann. Oh, das ist mal sehr nice. Aber vorher kann ich schon noch eine Dark Bomb, die brauche ich nicht. Ich will gerade wenig davon nehmen. Dann sterben sie nämlich nicht an dem Whirlwind, was ganz nice ist. My shield for Argon. So passt das schon. Acht Karten.
Ich lese gerade zwischendurch mal den Twitch-Chat. Ja, bald muss ich dann auch nicht mehr alt-tappen für den Twitch-Chat, wenn die neue Grafikkarte wieder da ist. Was für ein Fest! Das wird ganz wunderbar. Ein unglaublich schönes Leben wird das. Ja komm, jetzt mach was. Er mag das alles nicht. Ja, ist ja 11k da was. Wieder in den Tunnel gefahren mit dem Zug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na dann. Schade, das war eine interessante Runde bisher. Karten kann ich auch alle nicht vernünftig spielen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hat er gewartet, oder was? War das so ein Antäusch? Was war denn das, hä? Und dann auf... So schlimm kann das alles nicht gewesen sein. Seltsam. Das war eine Präsenz, die Menschen zur Verzweiflung treibt. Die keine Chance mehr haben. Nächsten Krieger. Aber der Magni. Naja, Kars. Kars. So. Hellfire behalte ich wieder. Auch eine Dark Bomb. Eine Mortal Coil ist auch gar nicht so schlecht. So. Hier, den Emperor hätte ich eigentlich auch behalten können. Der Emperor zu haben ist eigentlich echt. Das finde ich ist eine Sache, vor allem wenn ich schon Hellfire und so habe. Hätte ich ja nicht behalten können. Den Emperor. Der lohnt sich eigentlich immer. Ist immer eine Top-Karte. Da ist er wieder. Okay, Diskussion hat sich erledigt. Also ich könnte ganz gerne auch mal schreiben von Leuten, die Ahnung haben, ob ihr an dieser Stelle den behalten hättet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist jetzt wiederum scheiße. Ich will nicht den Big Game Hunter einfach so ausspielen, gerade, weiß ich nicht, wenn es ein Control Warrior ist. Dann schmeiße ich die Coin weg, wenn ich nichts Gutes ziehe. Hilft ja nichts. Ich habe ein bisschen zu viel Spells und er spielt nichts aus. Die meisten im Twitch-Chat hätten wohl den auch auf der Starthand behalten, den Emperor Forestan. Das ist auch eine gute Karte. Von daher. Noch ein paar Giants, der Emperor Thorisan, das passt. So, mal schauen, ob er einen Execute hat. Sieht ganz so aus. Dann ist die Waffe los und der Thorisan steht erstmal da.
2, 3, 4, 5, 6 und 8. Das kann man doch machen. Guck, ob man direkt eine Antwort hat. Sonst ist das für mich ziemlich super. So many choices. Ah, okay. Schade, schade. Da werde ich den Big Game Hunter spielen. 2, 5, 7. I've got the beast in my sight. Schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn der ein bisschen liegen geblieben wäre. Moin. Ich überlege, ob ich das Hellfire spiele. Angreif und Hellfire. Gotcha. Kann man einfach die Dark Bomb schmeißen. Mich günstig ausspielen im Molten. So. I've got the beast in my sight. Molten Giant habe ich noch. Den würde ich doch ganz gerne mal ziehen. Was mache ich mit meinen Dämonen? Fällt mir gerade mal so ein. Ist ja gar nicht der normale. Ist ja kein normaler Handlock. Ist doch ein Demon Handlock. Wo bleiben eigentlich meine Dämonen hier? Könnten sich ja ruhig hier mal zeigen. Ach, da bist du, moin. Damage macht er. So many possibilities. Excuse me. Der nächste Big Game Hunter. Ein Slam und Execute. Fucker! Warum kriegt er denn so einen guten Spell da draus? Das ist bitter. Fiese
dieser Fucker. I have no time for games. Ja, so richtig glücklich bin ich nicht. Wie viele Karten habe ich noch? 8, er hat noch 12. Was habe ich denn noch? Mountain Giants, Jiraxus, Dr. Boom wäre gut. So many choices. Ah, dieser eine Shot, wie heißt der? Irgendwas Shot. Der hat wehgetan. Ja, Dr. Boom wäre eigentlich das Beste, was ich jetzt so bekommen kann. Jiraxus natürlich noch. Wird auch mal Zeit, dass ich den bekomme. Der wäre wirklich stark. Ach komm, Brawl. Gewinn wenigstens. Ach komm, naja, wenigstens hat meiner gewonnen. So die kleinen Sachen auch freuen. Jiraxus, Traum. Auf die Burning Legion. So, und jetzt gibt es diese Runde in 6-6er. Viel Spaß. Und Shadow Flame habe ich auch noch. Das ist gut, das sieht gut aus. Alles Wasser. Inferno! Into the breach! Shields up. So, die Shadow Flame Combo habe ich ja immer noch. Armor made to fit. I can read. Grommash. Gut, dass ich die Combo noch habe. Sechs kostet mich das. Dr. Boom. Das wird das alles nicht bringen. Inferno! It's running out of power. Into the breach. Ich muss auch langsam gewinnen.
Oh, Shield Block. Das ist gut für mich. Spannendes Match. Spannendes Match. So ein Brawl könnte noch mal unangenehm werden jetzt. Weil es meine Möglichkeiten, Damage zu machen, noch mal einschränkt. Welcome to the Grand Tournament Champion. Gleich die Hero Power noch mal benutzen. Wie viel Damage habe ich da liegen? 13, 14, 15, 17, 18 reicht nicht. Immer schön aufs Face und immer nur für einen Damage. Vielen Dank. Wohl immer nur, weiß ich gar nicht. Okay. Wow, das war mal ein richtig spannendes Spiel gegen Control Warrior. Control Warrior möchte ich auch nochmal spielen. Mir fehlen aber noch so viele Karten. Leider für den Control Warrior. Aber das war mal ein echt spannendes Spiel. Cool, cool. Gul'dan versus Jaina. You asked for it. Your soul shall be mine. Gegen einen Mage. Im Gangboss ist ganz gut. Hellfire ist immer ganz gut. Twilight Drake. Ja, Twilight Drake und Mountain Giant hätte ich vielleicht noch suchen sollen. Ich hätte vielleicht... Dark Bombs auch ganz nett. Ich hätte nur auf jeden Fall im Gangboss behalten. Und es wird irgendwann ein bisschen besser werden, dass es mehr in Fleisch und Blut übergeht. Oh, Starlight Ride, nice. Autsch. Klar, leg schon mal los. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Für einen Boulder fürs Ufer. Frostbolt? Ja. Arschloch. Autsch. So, ich brauche meinen Healbot wahrscheinlich bald. So wie das bisher läuft. Okay, ich habe einen Taunt, ich habe den Molten Giants ganz gut. Ein bisschen AOE und Dark Bomb. So, ich darf halt nicht zu sehr jetzt unter Druck geraten. Mal gucken, ob er den... Ob er jetzt den Thorasan ausschaltet oder nicht.
Bisschen Überleben ist auch mal angesagt. 12 HP. Das wird dann gegen den Tempo-Mage. Kann das schon grenzwertig werden? Okay. Und Lacker, dass er den einfach so ausschalten kann. Ob es ein Mirror Entity wird? Schauen wir mal. From the void I come. Shields up. Ein Hex wäre ziemlich blöd. Polymorph, wenn er so spielt. Wanted, dead or alive. Gut, Spellslinger, das bekomme ich. Okay, Commanding Shout. Okay. Ich würde das Hellfire spielen. To the void. I got this. To the void. I got this. So. Jetzt habe ich ein Healbot noch. Nice. Das ist mal ein richtiger Scheiß aus dem Deck. Noch nicer. My shield for Argon. Wanted, dead or alive. Farsight. Gar nicht schlecht. Okay. Das hilft mir nicht weiter. Sehr schön. Ja. Man hätte auf... Es war nicht ganz ungefährlich, ihn auf 7 HP zu lassen. Es wäre auch durchaus gute Argumente hätten dafür gesprochen, dann halt statt die anderen Sachen solche Healbots zu spielen. Aber ich habe mich ein bisschen auf meinen Mel'Ganis verlassen. Der Mel'Ganis macht das nämlich. Sehr super gemacht. Okay, cool. Den Demon Handlock mag ich echt gern. Auch wie den normalen Handlock. Die Handlocks spiele ich total gern. Das sind nämlich coole Decks. Gul'dan versus Gul'dan. Auch wenn es manchmal, wie gerade gegen Control Warrior oder auch jetzt gegen Tempo Mage, ziemlich spannend wird. Aber muss man hier auch drin sein. Voidcaller. Und eine Coin. Eine Coin ist mit dem Mountain Giant aber nicht ganz so ideal. Das ist besser mit dem Twilight Drake. Weil wenn man die Coin ausspielt, wird er gleich wieder teurer im nächsten Augenblick. Da gewinnt man nicht viel. Ich mach's mal so rum. Ich mach keinen Play hatte. Mountain Giant.
Oh, vielleicht nicht machen, vielleicht auf der 5 den Emperor Forestan ausspielen sollen. Ja. Ich wollte bloß jetzt ein paar Early-Game-Karten bekommen. Okay, von dem darf ich einfach nicht überrannt werden. Gibt nicht so viel, was ich da silenzen möchte beim Zulok. Ein Void Terror vielleicht? Obwohl, er hat auch ein Egg. Na, der Coin hätte ich nicht machen sollen. Echo Mage wird mir jetzt mehrmals ans Herz gelegt. Ja, klingt gar nicht so schlecht. Sollte ich vielleicht die nächste Mal machen. Da ist das blöde Nerubian Egg. Autsch, Autsch, ich geh schon voll auf die Fresse. Ja, ich würde wohl Hellfire nehmen. Also das sind eine der wenigen Sachen, eine Ruby and Egg und noch ein paar andere Sachen. So viele Sachen gibt es nicht, die man silenzen möchte beim Zulok. Von daher passt das schon. Ich würde halt ganz gerne nächste Runde noch nicht tot sein. Das wäre mir wohl ganz lieb. 3, 4, 7, 9. Ja. Obwohl ich jetzt anders machen müssen. Ich hätte tappen müssen und beide Giants. Oh, das war ein Fehler. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich hätte tappen und beide Giants spielen. Das war nicht gut. Das war ein Fehler von mir. Mountain Giant hat natürlich mehr Power, aber Voidcaller kann mir halt den Mel'Ganis rausspielen. Ja. Kann gut sein, dass ich es trotzdem verloren habe. Aber das war... Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich da so einen unnötigen Fehler gerade gemacht habe. Es wäre wahrscheinlich trotzdem knapp geworden, weil er das Board ziemlich vollgestellt hat und mein Start nicht so ideal war. Ich hatte meine Hellfires nicht. Aber, oder Anti-Keyboards auch noch nicht. Aber das wäre besser gegangen. Gul'dan versus Garrosh. Solche Fehler sollten mir eigentlich nicht mehr passieren mit dem Handlock. Gegen Warrior. Das Control Warrior ist, wird wieder ein langes Spiel. Schauen wir mal. I greet you. Greetings. Nein, Mountain Giant auf der Hand. Das Blöde ist halt, wenn ich jetzt den im Gangboss spiele, dann kann ich halt den Mountain Giant nicht spielen. Auf der ist dann verrutscht die ganze Kurve so blöd. Das nervt dann. Zwei Healboards sind völlig überflüssig gegen Control Warrior.
zumindest an diesem Zeitpunkt. Und dann kann natürlich so ein Scheiß passieren. Darkbomb hebe ich mir lieber nochmal auf. Okay, Central Sheetmaster. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich in der Tat nicht gerechnet. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muss da die Karte noch loswerden. Okay, Rüstung. Da kann ich jetzt wenig gegen machen. Der Emperor Forrestan würde direkt an Death Spite sterben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. So many possibilities. Well played. I can wait. Kromash. Na dann. Hunter Game Hunter. Nee, doch nicht, ich bin schon tot. Achso. Da habe ich ja keinen Big Game Hunter. Das waren diese zwei Runden mit dem. Was war die Runde davor, wo er mich angegriffen hat? Mit dem Sentinel Shieldmaster, ungewöhnlich. Autsch. Gul'dan versus Jaina. You asked for it. Your soul shall be mine. Gegen den Mage. Ja, mein Hellfire hätte ich eben mal gebrauchen können. Mir ein bisschen weitergeholfen. Twilight Drake immerhin auf der Hand. Schön, er konnte mit der Waffe face gehen. Das war, ich habe gerade überlegt, warum er schon davor so viel Damage hatte. So. Greet you. Da bimmeln die Glocken zum Abschluss des Streams. Machen wir noch, holen wir noch einen Sieg rein als letztes. Da wäre ich doch sehr für. What to do? What to do? Mhm. Zum Glück habe ich da meinen Hellfire. Für solche Spielränzchen. Flame Wake hat leider ein HP zu viel. Aber er könnte ein Dings rausspielen. Sorcerer's Apprentice. Wie wär's denn damit?
irgendwelche schönen 2-Mana-Minions noch. Komm, Sorcerer's Apprentice, du willst doch auch. Oder irgendwas aus dem Unstable Portal, was jetzt nicht viel bringt. Komm, Sorcerer's Apprentice. Aus dem Unstable Portal, was mit 3 HP. Du willst es doch auch. Ich weiß es. Tu dir keinen Zwang an. Mach's einfach. Es wird super. What to do? Mach es. The Fire Lord. Autsch. Someday I'll be just like you. Okay, ich werde einiges mal. Autsch. Das könnte eine unangenehme Runde werden. Fire Guard Destroyer. Mit 7 Attack, natürlich. Nicht 4, nicht 5, nicht 6, 7. Ich könnte wohl eine Dark Bomb ganz gut vertragen. Nein, natürlich nicht. Unangenehm. Anti-Keyboard hätte ich auch nichts gegen. Autsch. Anti-Keyboard? Nee, schade. Einfach mal kaputt. Durch so einen komischen, nur durch den Mana-Worm und danach der Play. Das war's. Der Mana-Worm. Und danach war ich kaputt. Und ein Portal. Mana-Worm und ein Portal haben mich gefickt. Wahnsinn. Elf. Well played. Well. Naja, wenigstens eine schöne Nachricht noch. Dragon Not Lizard hat für 6 Monate am Stück abonniert. Vielen Dank dafür. Super, super Sache. Tja, die letzten Matches waren ein bisschen unglücklich. Der Anfang war ganz cool vom Demon Handlock. Ich mag den auch ganz gern. Ist eine coole Stack. Aber, ja, ist halt anfällig dafür, wenn man früh unter Druck gerät. Das ist halt auch so ein bisschen der Key, wenn man halt einfach das Spiel schnell beendet gegen einen Handlock. Kann das halt dann so ausgehen wie gerade eben. War ein bisschen lucky für den Tempo Mage. Aber was soll's. Insgesamt waren es coole Spiele. Hat Spaß gemacht. Der Stream ist dann auch für heute vorbei und für diese Woche. Dann Streamplan gibt es dann wieder 9 für die nächste Woche. Und meine Grafikkarte sollte ja nächste Woche kommen, wie ich vorhin schon im Twitch-Chat geschrieben habe. Also kann ich dann wieder meinen Rechner wieder fit machen, den anderen. Und dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr Auswahl. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, die wie Dragon Not Lizard mich durch ein Abo unterstützen oder halt auch sonst, die einfach da sind und eine gute Stimmung im Chat verbreiten. Freut mich wie immer. Wie gesagt, schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag, denke ich. Ciao.